Vielen Dank, Herr Wiesinger. Freut mich sehr, dass ich heute sprechen darf zu einem Begriff, den wir ja jetzt heute schon oft gehört haben, aber der eigentlich so ein bisschen so geliebt und gehasst wird, weil es eigentlich geliebt, weil er einfach ein sehr starker Begriff ist, der sehr viel aussagen kann, und gehasst, weil er eben auch vielleicht auch aufgrund dessen eben auch viel missbraucht wird. Und deswegen möchte ich mich jetzt ein bisschen dem Begriff nochmal widmen. Einerseits überlegend, was bedeutet das in Bezug auf Nachhaltigkeit, was bedeutet in Bezug auf Landwirtschaft, was bedeutet das Konzept Nachhaltigkeit? Und dann würde ich eigentlich gerne da gucken, wie man das operationalisiert, weil schlussendlich müssen wir ja dann bewerten, was ist nachhaltig, was ist wie nachhaltig, und das ist nicht so einfach. Und das würde ich gerne anhand von drei Beispielen machen, drei komplett unterschiedliche Methoden, die für ganz unterschiedliche Fragestellungen oder Kontexte geeignet sind. Und ich hoffe, dass das für die Leute, die noch nicht so viel von Bewertungsmethoden wissen, interessant ist, und auch für die Leute, die jetzt vielleicht schon Vorwissen haben und sich methodisch gut auskennen, vielleicht doch noch ein bisschen inspirierend ist. Und damit es nicht zu trocken ist, werde ich ab und zu ein paar Beispiele zum Ökolandbau bringen. Und dann haben wir vielleicht auch ein bisschen Futter für eine anschließende Diskussion. So, ich fange mal gleich mit einem schlechten Beispiel an, was Nachhaltigkeit angeht. Hier sehen wir einen Auszug aus dem Nachhaltigkeitsbericht von McDonald's. Ich hätte auch Burger King oder Nestle oder Unilever oder sonstige Firmen nehmen können. Mir geht es hier nicht darum, um die einzelnen Punkte. Sie können sehen, also positiv natürlich, McDonald's macht ganz viel bezüglich Nachhaltigkeit. Das Rindfleisch ist nachhaltig, der Kaffee ist nachhaltig, sie sparen Energie. Alles das steht im Nachhaltigkeitsbericht drin, steht aber nicht drin, was sie alles schlecht machen. Und das ist halt das Problem dabei. Diese Nachhaltigkeitsabteilungen sind meistens sehr stark mit der Marketing-, mit der Kommunikationsabteilung verlinkt. Und dadurch, das ist schon ein Teil des Problems, wie man sieht. Man sieht es auch hier mit dem Begriff klimaneutral. Also Klima ist sicherlich eine unserer wichtigsten Herausforderungen, die wir haben, und deswegen greifen Unternehmen das eben auch auf. Hier ein Beispiel aus, das ist vor zwei Wochen in der Lebensmittelzeitung gewesen. Hier ist, das kann man von hinten wahrscheinlich nicht lesen, aber die werben mit dem Begriff Klimaneutralität für diesen Aufstrich. Und erfreulicherweise ist es so, dass mittlerweile die Gerichte sogar hier einschreiten. Das war eben in der Lebensmittelzeitung, dass hier von irreführender Vermarktung gesprochen wird. Und Gott sei Dank wird dieser Begriff klimaneutral langsam zumindest ein bisschen geschützt, auch wenn er nicht wirklich gut definiert ist. Und um dem Ganzen die Krone noch aufzusetzen, ein drittes, letztes Beispiel aus der Werbung, das ist schon lange her. Und da sieht man, dass auch die Ökobranche nicht vor diesem Greenwashing gefeit ist. Hier stellt sich die Frage, ist es wirklich so, dass diese Wurst CO2-neutral ist, wie es da unten steht? Ich würde sagen, sicherlich nicht. Und ist es wirklich so, dass Superwurst die Welt rettet? Würde ich auch sagen, sicherlich nicht. Denn die Welt retten, das würde bedeuten, dass wir, und jetzt komme ich zur ersten Definition von Nachhaltigkeit und Bezug auf nachhaltige Landwirtschaft, würde eigentlich bedeuten, dass wir eine Landwirtschaft betreiben, global, die eben diese planetaren Grenzen, die heute schon mehrfach erwähnt wurden, einhalten. Hier, das ist dieses Diagramm von Rockström, das später von Steffen aktualisiert wurde, wo man sieht, dass wir bei Biodiversität und bei Stickstoffzyklen diese Tipping Points, die erwähnt wurden, schon überschritten haben. Bei Klimawandel ist es absehbar, dass das bald passiert. Und auch andere planetaren Grenzen sind in Gefahr. Und wenn man bedenkt, dass wir im Moment 8 Milliarden Menschen auf der Erde haben und 2050 etwa 10 Milliarden Menschen auf der Erde haben werden, die dann auch noch steigende Ressourcenansprüche haben, weil es ist ja zu hoffen, dass sich in gewissen Ländern eine ökonomische Entwicklung auch abspielen wird, dann müssen wir uns überlegen, wie wir eigentlich hier damit mit dieser Situation umgehen. Und das ist wirklich deswegen gar nicht so einfach, die Welt zu retten für die Superwurst.
Und da gibt es eigentlich drei Strategien, wie man damit umgehen kann, mit dieser Situation. Und ich würde sagen, im wirtschaftlichen Bereich und auch in der Forschung beschäftigen sich 90% der Menschen eigentlich mit Effizienzstrategien. Effizienz bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man mit weniger Ressourceninput, mit weniger Umweltschaden mehr produziert. Das ist dieses eigentlich ja, ein ökonomisches Konzept, was man aber gut auch auf Umweltwirkungen übertragen kann. Es sind meistens so die kleinen Schräubchen, die gedreht werden. Bessere Sorten, bessere Nährstoffverfügbarkeit, bessere Futterverwertung. Das sind ganz wichtige Punkte, wie wir das System weiterentwickeln. Und das ist eine ganz wichtige Strategie. Aber es ist eben nicht die einzige Strategie. Es gibt neben der Effizienzstrategie, gibt es noch sowas wie die Konsistenzstrategie. Und hier kommen wir ein bisschen auch so in die Richtung Ökolandbau. Weil hier geht es nämlich nicht so darum, an den kleinen Schrauben zu drehen, sondern an den großen. Das System zu transformieren, das System eigentlich im Allgemeinen näher an natürliche Systeme wieder zu bringen. Das muss nicht Biolandbau sein, das kann Kreislaufwirtschaft sein, das kann die Nutzung von funktioneller Biodiversität sein. All das sind Ansätze, die unter Konsistenzstrategien fallen. Und schließlich hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass man Landwirtschaft nicht isoliert betrachten sollte, sondern das Ernährungssystem insgesamt. Und da spielt eben auch die Nachfrage eine Rolle. Und die dritte Strategien sind eben diese Suffizienzstrategien, die sich dann damit beschäftigen, müssen wir wirklich so viel konsumieren, wie wir es tun? Müssen wir im Winter Erdbeeren essen, die eingeflogen wurden, oder so viel Fleisch essen, oder so viel Food Waste verursachen? Und so wie ich die wissenschaftliche Literatur im Moment lese, würde ich sagen, dass es einen Konsens gibt, dass wir alle drei Strategien brauchen, um wirklich diese große Herausforderung zu bestehen. Und weil Nachhaltigkeit ein Konzept ist, was eben nicht nur die Ökologie beinhaltet, wurde diese planetaren Grenzen, dieses Konzept erweitert in die sogenannte Donut Economy. Das bedeutet, Sie sehen diesen grünen Bereich, der so eine Art Safe Space darstellt. Man sollte nicht zu weit nach außen gehen, weil dann verletzt man diese planetaren Grenzen. Aber es ist auch wichtig, dass das Wirtschaftssystem nicht zu weit nach innen geht, nicht zu klein wird, weil sonst es auch zu sozialen und ökonomischen Verwerfungen führen kann. Und nachhaltige Landwirtschaft wäre jetzt in diesem Konzept eine Landwirtschaft, die eben sich in diesem Safe Space bewegt. Eine zweite Definition, auf die heute auch schon eingegangen wurde, ich will aber noch ein bisschen näher drauf eingehen, sind die Ziele für die nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals, Agenda 2030, also alle Staaten müssen eigentlich den Vereinten Nationen rapportieren, inwieweit sie Fortschritte machen bezüglich dieser 17 Ziele, die aber natürlich dann weiter runtergebrochen werden können auf insgesamt 180 verschiedene Unterziele. Und Landwirtschaft hat natürlich auf sehr verschiedene Ziele eine Auswirkung. Aber natürlich in dem System ist es beheimatet in dem zweiten Ziel, dass wir keinen Hunger haben. Und wenn man dann genau guckt, Sie müssen das jetzt nicht, können Sie gar nicht lesen, aber dann sieht man eben, dass es hier 5 verschiedene Unterziele gibt. Und nachhaltige Landwirtschaft ist tatsächlich auch hier definiert in dem Ziel 2.4 und spezifisch in einem Unterziel 2.4.1. Und das ist ein Zielsystem, wo es auch wieder verschiedene Indikatoren gibt, die relativ in einem langen Prozess mit vielen Diskussionen verabschiedet wurden, aber wo man schlussendlich eigentlich gemerkt hat, man kann das gar nicht wirklich operationalisieren, weil von den 100 so und so viel Staaten, die eigentlich rapportieren müssten, eigentlich nur 2 Staaten einigermaßen irgendwas rapportieren können, weil die Daten einfach fehlen. Ein Punkt, der wichtig ist. Und da die SDGs sich eigentlich vor allem auf eine Länderebene beziehen, Nachhaltigkeit in der nachhaltigen Entwicklung auf Länderebene eigentlich vor allem definieren, hat die FAO als auch eine UN-Organisation noch die sogenannten SAFA-Guidelines, also Leitlinien entwickelt, wie man auf Unternehmensebene und auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Nachhaltigkeit messen kann. Und hier, also müssen Sie auch nicht im Detail im Moment lesen, aber hier sehen Sie diese 4 Farben. Das ist also, Sie kennen die Dimensionen Umwelt, Ökonomie und Soziales. Und zusätzlich gibt es hier noch eine Governance-Dimension. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Dimension. Das ist, in Deutsch würde man sagen, Unternehmensführung. Dass
zeigt eigentlich, welche Prozesse notwendig sind auf Betrieben, auch in Unternehmen, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Und das ist, können Sie sich vorstellen, es sind insgesamt 58 verschiedene Themen, die da Nachhaltigkeit definieren. Und das ist unglaublich schwer zu operationalisieren, wie man sich vorstellen kann. Deswegen braucht es Methoden, um das wirklich diese Konzepte zu operationalisieren. Und da muss man zuerst, wenn man sich mit diesen Methoden beschäftigt, mal überlegen, okay, was will man eigentlich anschauen? Man kann zum Beispiel auf einer Feldebene, auf einer Kulturebene, beispielsweise Weizen oder so, kann man eine Nachhaltigkeitsbewertung machen, kann vielleicht auch verschiedene Bodenbearbeitungsverfahren bewerten. Das wäre eine typische Art von Nachhaltigkeitsbewertung oder von einem Tier oder eine Aktivität auf einem Betrieb sozusagen. Man kann auch für einen ganzen landwirtschaftlichen Betrieb eine Nachhaltigkeitsbewertung durchführen. Und man muss aber nicht bei dem Betrieb aufhören. Man kann auch sagen, und das wird auch vielfach gemacht natürlich, das Endprodukt anzuschauen, ne? Beispielsweise ein Brot, das dann halt noch Verarbeitungsprozesse und Transportprozesse beinhaltet. Und um es noch komplexer zu machen, könnte man jetzt auch hingehen und sagen, okay, man schaut sich eigentlich eine Ernährungsweise an, die aus sehr, sehr vielen verschiedenen Produkten besteht. Und schlussendlich könnte man auch das wirklich für die gesamte Wirtschaft, entweder von einem Land oder auch global berechnen. Und für all diese Ebenen gibt es sozusagen Methoden. Eine wichtige ist die Ökobilanzierung. Die zweite, würde ich sagen, sind so Massenflussmodelle. Und die dritte sind Multikriterienanalysen. Alle diese drei Grobkategorien von Instrumenten, auf die werde ich eingehen anhand von Beispielen. Und ich bitte um Verständnis dafür, dass ich eben nicht alle verschiedenen Methoden, die es gibt, erwähnen kann heute, sondern habe mich wirklich jetzt fokussiert in der knappen Zeit. Aber also wenn ich sage, es gibt hunderte von Methoden, um das zu bewerten, dann ist das auch so. Es gibt wirklich hunderte Methoden und das ist ein Fluch und ein Segen. Also es gibt auch eine Notwendigkeit für, es ist offensichtlich, dass man nicht mit einer Methode alle Fragen beantworten kann. Also die erste, zunächst werde ich auf diese Multikriterienanalysen eingehen und da an dem Beispiel der SAFER-Guidelines erklären, wie diese operationalisiert werden können. Also ich hoffe, man kann es jetzt ein bisschen besser lesen. Also Sie sehen hier diese verschiedenen Dimensionen, die sind eingeteilt in Themen und Unterthemen. Und beispielsweise jetzt hier für die Umweltdimension gibt es Atmosphäre, Wasser, Land, Biodiversität, Material und Energie und Tierwohl. Und jedes dieser Themen hat dann nochmal Unterthemen. Am Beispiel Wasser wäre das jetzt Wasserentnahme und Wasserverschmutzung. Und das, was wichtig ist hier, ist, dass jedes dieser Unterziele, jedes dieser Unterthemen ein Ziel formuliert hat. Das ist sehr allgemein gehalten. Beispielsweise bei Wasserverschmutzung ist das Ziel, dass das Wasser nicht verschmutzt wird und dass, wenn es verschmutzt wird, dass das wieder sauber gemacht wird, ganz frei übersetzt. Und das einerseits natürlich sehr allgemein formuliert, aber es drückt eigentlich den ultimativen Zustand aus von einem nachhaltigen Unternehmen, von einem nachhaltigen Betrieb und ist auch auf diese Weise global anwendbar. Aber man muss natürlich überlegen, wie misst man jetzt, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb das macht oder beziehungsweise nicht macht. Das Gleiche gilt für die anderen Dimensionen, auf die gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht ein, aber ich kann gerne weitere Literatur geben. Eine Methode, um das zu operationalisieren, ist eben dieses sogenannte Smart Farm Tool. Da sehen Sie hier so ein typisches Spinnendiagramm, was die verschiedenen Dimensionen, die wir gesehen haben, widerspiegelt. Und jede Dimension ist dann in diese Themen eingeteilt. Und man sieht einen Gradienten von 100, von 0%, Rotbereich wäre ganz schlecht, auf 100% vollkommen Zielerreichung. Und Sie sehen hier, das ist eine Stichprobe, ich glaube, von Schweizer Betrieben. Ich müsste nochmal nachschauen, aber da sieht man eine Stichprobe von etwa 30 Betrieben und man sieht den besten, den schlechtesten Mittel-Medianwert und man kann sich ungefähr vorstellen, aha, die haben ein ähnliches Pattern, aber es gibt natürlich schon einzelne Unterschiede, wo sie Spielraum haben, sich zu verbessern. Es gibt immer Betriebe, die da ein bisschen herausstechen. Das bringt aber eigentlich alles nichts, wenn man jetzt nicht reinschaut und guckt, warum sind die Betriebe eigentlich besser oder schlechter. Und dafür gibt es dann halt dieses Tool, das ist ein indikatorenbasiertes Tool, gibt dann automatisch sozusagen Statements wieder, warum welcher Betrieb wie bezüglich dieser verschiedenen Themen abschneidet, was besser gemacht werden kann und was schon gut läuft. Und wie das funktioniert, ist im Prinzip
Das ist diese Multikriterienanalyse. In Deutsch würde man auch Nutzwertanalyse sagen. Das ist ein Ansatz, wo man eigentlich verschiedene Kriterien definiert, die miteinander gewichtet und dann einen Gesamtscore errechnet, ganz banal gesagt. Da gibt es natürlich dann im Einzelfall sehr verschiedene Methoden, wie man zum Beispiel aggregiert. Aber so läuft es im Prinzip bei allen Multikriterienanalysen. Und im Smart Farm Tool sind es halt parallel dann 58 verschiedene Multikriterienanalysen mit etwa 300 Indikatoren, die da beteiligt sind. Und das läuft dann wirklich so ab, dass man, also man, das wird auf der ganzen Welt angewendet, dass man jetzt, das ist ein Beispiel aus Uganda von einem Doktoranden, der 360 Betriebe mit dem Tool bewertet hat. Das ist harte Arbeit, man macht für ein Interview mit den Landwirten und es ist ein bisschen wie auch bei einer Biokontrolle, man schaut natürlich dann auch auf den Betrieb mit den Bauern, wie das sich tatsächlich verhält. Und dann in dem Fall hat der Doktorand eben Kaffeebetriebe analysiert, Robusta und Arabica-Betriebe und bio- und konventionell verglichen und einfach zum, das ist ein ganz illustratives Ergebnis eigentlich, man sieht, dass die Betriebe sehr starke Nachhaltigkeitsdefizite teilweise haben, dass Bio natürlich schon in vielen Aspekten eine Verbesserung bringt. Man muss auch dazu sagen, dass da auch noch eine Fairtrade-Zertifizierung mit dabei war. Aber das ist natürlich bei weitem nicht, dass man nicht von einem nachhaltigen Betrieb reden kann. Und das ist mir wichtig, dass wir das festhalten. Es gibt auch beim Bio natürlich sehr viel Potenzial noch zu verbessern. Ich gehe jetzt schon weiter zum nächsten, zur nächsten Methodik, um einfach in der Zeit zu bleiben. Das nächste wird die Ökobilanz sein. Die Ökobilanz wird eigentlich typischerweise angewendet, um verschiedene Produkte miteinander zu vergleichen. Jetzt hier beispielsweise diesen Apfel, da wissen wir vielleicht, dass der eine aus Deutschland kommt, der andere aus Neuseeland. Der eine ist vielleicht bio, der andere nicht. Da gibt es unterschiedliche Erträge. Aber um wirklich zu sagen, welcher Apfel jetzt hier umweltfreundlicher ist, braucht es eigentlich eben eine Ökobilanz. Und genau dafür ist sie gemacht. Kommt eigentlich aus der Industrie, ist ein ISO-standardisiertes Verfahren. Also es gibt eine genaue Beschreibung, wie eine Ökobilanz abzulaufen hat. Und es gibt auch eine sehr große Community von Ökobilanzierern mittlerweile, die das auf Nahrungsmittel anwenden. Und eine Ökobilanz hat ganz klar so eine Effizienzperspektive. Da wird Input mit Output verglichen. Und deswegen ist auch oft so, dass das Bio da nicht so gut abschneidet, weil eben auch Mindererträge eben da eine Rolle spielen. Aber es ist halt so, dass man hier eben ein Ziel- und Untersuchungsrahmen festlegt, dann macht man eine sogenannte Sachbilanz. Das bedeutet im Prinzip, man macht eine ganz große Liste von allen Sachen, die man für dieses Produktionssystem braucht. Auch alles, was aus dem Produktionssystem rausgeht, alle Emissionen, die aus dem Produktionssystem rausgehen. Und auf Basis dessen macht man eine Wirkungsanalyse. Also es ist ein rein quantitatives Verfahren, was auf einer stofflichen Analyse basiert. Und um das mal zu verdeutlichen, an einem ganz einfachen Beispiel, wenn man jetzt statt einer ganz langen Liste irgendwie nur eine Sachbilanz von drei Substanzen hätte, dann könnte man zum Beispiel jetzt mit der Treibhausgasmethode Global Warming Potential, könnte man ausrechnen, wie viel Treibhausgasemissionen aus diesem System kommen. Indem man, und das ist wirklich so, das ist bei allen Ökobilanzierungsmethoden so, dass man auf Basis der Sachbilanz dann Charakterisierungsfaktoren hat und quasi diese multipliziert und dann aufsummiert. Bei CO2 ist klar, das ist in dem Fall ein Faktor von 1, bei Methan wären es 25 und bei Schwefeldioxid ist es im Prinzip 0, weil es nicht treibhausgaswirksam ist. Und das Schöne ist halt, dass man das dann parallel für verschiedene Umweltbereiche machen kann und dann eben mit derselben Sachbilanz sozusagen verschiedene Umweltwirkungen ausrechnet. Wenn man das jetzt am Beispiel Ökolandbau anschaut, dann sieht man hier ein Diagramm, wo Vergleichsstudien aufgetragen sind. Jeder Punkt ist eine Vergleichsstudie, wo Bioprodukte und konventionelle Produkte verglichen wurden. Auf der X-Achse sieht man die Treibhausgaswirkungen der Öko-Variante und auf der Y-Achse die konventionelle Variante. Das heißt, wenn das jetzt in dem Bereich ist, dann sind die konventionellen Emissionen höher und wenn die Punkte in dem Bereich sind, sind die konventionellen Emissionen niedriger. Und was man schön sieht, ist klar, pflanzliche Produkte haben wesentlich weniger Treibhausgasemissionen und tierische eher mehr, aber bei Bio kann man es eigentlich nicht so genau sagen.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Biosystem hat große Vorteile, hat aber auch Nachteile. Und bei dieser Effizienzbetrachtung gleicht sich das teilweise aus. Und es kommt sehr stark einerseits auf die Region, auf das Produkt und so weiter an, aber auch auf die Unternehmensführung von einem Betrieb. Da kann man sehr, sehr viel machen. Und das ist ein ganz wichtiger Hebel, den man beachten muss. Und das ist ein veraltetes Diagramm, aber an dieser wesentlichen Erkenntnis, die ich jetzt gesagt habe, hat sich überhaupt nichts geändert. Man sieht hier eine neuere Publikation von Poor Nemecek, die in Science publiziert wurde kürzlich, also vor 3 Jahren mittlerweile schon wieder her, aber es ist immer noch sehr, sehr aktuell und ist eigentlich die beste Studie, die man finden kann. Und man sieht hier einerseits eine große Variabilität für die verschiedenen Produkte, die man schwer erklären kann im Übrigen, und auch diese großen Unterschiede zwischen den Produktkategorien. So, Sie merken, ich bin ganz schnell, jetzt habe ich schon mit der Ökobilanz aufgehört, jetzt kommen wir zu der letzten Methodik, Massenflussmodelle. Massenflussmodelle haben eine gewisse Verwandtschaft mit Ökobilanzen, weil Ökobilanzen natürlich auch auf Massenflüssen beruhen. Aber so wie ich jetzt Massenflussmodelle erklären werde, spielt sich das auf einer größeren Ebene ab. Wir haben jetzt SMART gehabt oder Multikriterienanalysen, die eher so auf die Konsistenzperspektive aus waren. Dann haben wir die Effizienzperspektive abgedeckt mit den Ökobilanzen. Und jetzt schauen wir uns noch eine Methode an, die eben auch die Suffizienzperspektive anschaut. Also Sie sehen hier ein sehr wichtiges Diagramm, was von der FAO publiziert wurde, im Rahmen dieser Livestocks Long Shadow Debatte. Da ging es um jeder dieser Punkte, widerspiegelt eigentlich ein Land auf unserer Erde. Und das ist gekennzeichnet durch den durchschnittlichen Milchertrag in diesem Land von Milchkühen und dem CO2-Footprint pro Kilogramm Milch. Und was man hier gesehen hat, damals war das eigentlich ziemlich interessant für die Leute, was man gesehen hat, die unproduktiven Systeme schneiden natürlich in so einer Betrachtung ganz schlecht ab. Das sind meistens Staaten in Subsahara-Afrika oder anderen Low-Income-Countries, wo es einfach sehr geringe Erträge teilweise hat. Und dann wird es immer effizienter eigentlich. Und auf der Debatte hin hat man eigentlich auch gerechtfertigt, okay, wir brauchen eigentlich eine intensivere Tierhaltung, wenn wir bis 2050 10 Milliarden Menschen ernähren wollen. Und in dem Sinne ist auch diese Prognose, die natürlich auch von ökonomischen Treibern bestimmt wird, dass gerade in Entwicklungsländern oder in Low-Income-Countries hier bis 2050 ein extremer Zuwachs an Kraftfuttereinsatz erwartet wird, eben auch mit dem Hintergrund, dass man die Produktivität der Systeme steigert. Und die Frage, mit der die FAO an uns damals herangetreten ist, ist die Frage, ja, okay, was ist denn die Alternative dazu? Das ist sicher kein System, was wir irgendwie, das führt zu Problemen. Und dann haben wir eben gesagt, okay, dann müssen wir ein Modell rechnen, um das wirklich vorherzusehen, was die verschiedenen Optionen jetzt sind. Und wir haben dann ein Modell gebaut, was eben einerseits die Landwirtschaft mit beinhaltet, aber andererseits eben auch die ganzen Prozesse, Konsum, Verarbeitung, Handel und so weiter drin hat. Es basiert wesentlich auf FAO-Daten, aber natürlich auch ganz vielen anderen Daten. Und wenn man dann dieses System modelliert sozusagen, kann man ausrechnen, okay, wie viel Nahrungsmittel stehen denn dann für die menschliche Bevölkerung zur Verfügung und welche? Das kann man dann auf verschiedenen Ebenen machen, kann man global für die ganze Welt rechnen oder eben für einzelne Länder oder einzelne Kontinente. Und was man eben auch machen kann, ist dann sich mit diesen Umweltwirkungen beschäftigen, die Umweltwirkungen quantifizieren, die dann aus so einem Szenario sozusagen herauskommen. Und wenn man dann dasselbe, was Sie jetzt in diesem anderen Graphen gesehen haben, mit diesem Modell rechnet, dann sieht man ein ganz ähnliches Bild. Sie sehen hier 3 Farben. Die blaue Farbe ist eigentlich der Status quo. Das ist das, was da haben wir mit dem Modell abgebildet, was wir jetzt haben. Da sieht man, wie viel Treibhausgase pro Kilogramm Milch werden in verschiedenen Regionen sozusagen emittiert. Und da sieht man halt, wir schauen jetzt einfach nur auf die Welt, da sieht man die blaue Farbe sieht entsprechend aus. Und jetzt kommt das nächste Szenario, das rote Szenario, ist ein Szenario, was
auf einer Vorhersage der FAO beruht. Das ist die offizielle, sagen wir, Vorhersage der FAO bis 2050, wo angenommen wird, wie viel Ertragssteigerungen wir haben werden. Da wird angenommen, wie viele Menschen auf der Erde leben. Da wird angenommen, was es für sonstige technische Fortschritte gibt. Und welche Konsumänderungen es geben wird. Und das sind meistens so Gleichgewichtsmodelle, die dafür verwendet werden. Und da sieht man, da gibt es eigentlich nicht viel Unterschied in der Treibhausgasbilanz pro Kilogramm Milch. Also die Effizienzgewinne sind da relativ gering. Und dann gibt es das grüne Szenario, das ist das, was wir entwickelt hatten damals. Heute spricht da jeder von. Es war wirklich damals nicht wirklich gern und gäbe, von einem Feed-No-Food-Szenario zu sprechen oder Food-Not-Feed. Das bedeutet, dass man auf dem Ackerland, was ja knapp ist, eben keine Futtermittel mehr anbaut und das Ackerland nur noch für die menschliche Ernährung nutzt. Und hier sieht man, schneidet nicht gut ab. Also das sieht man ganz eindeutig und ist auch klar, wenn man kein Kraftfutter mehr füttert, dann sinkt der Milchertrag und dann, hat man ja gesehen, steigen die Treibhausgasemissionen und zwar in dem Modell enorm. Und man sieht, das Modell schlägt auch sehr stark aus diesbezüglich. Aber, und jetzt komme ich zu dem wichtigen Punkt, dass man, wenn man das auf das gesamte Ernährungssystem anschaut und schaut, was jetzt rauskommt auf Systemebene und nicht nur pro Kilogramm Milch, dann sieht es genau andersrum aus. Das ist ein sehr komplexes Diagramm. Ich kann es jetzt leider aus Zeitgründen nicht im Detail erklären. Aber was man sieht, ist, dass eigentlich alle Umweltimpacts in dem roten Szenario negativ betroffen sind und in dem grünen Szenario positiv. Und das ist, natürlich ist in dem grünen Szenario, gibt es extrem viel weniger Monogastrier und eben entsprechende Produkte, das ist ganz klar. Aber wir schaffen es, in diesen planetaren Grenzen zu bleiben oder zumindest den Abstand wieder ein bisschen zu vergrößern. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass hier die Suffizienzstrategie eigentlich eine viel stärkere Strategie ist als die Effizienzstrategie und dass man unbedingt eben Konsum und Landwirtschaft zusammendenken muss. Und weil wir heute über Ökolandbau auch reden, mein letztes Slide, das Modell haben wir auch angewendet auf die Frage, kann Bio die Welt ernähren? Das ist ja immer die große Frage und immer die, der Punkt, wo dann die Frage kommt, ja, geht das oder geht das nicht? Und da gibt es dann die einen, die sagen, ja, da verhungern alle und die anderen sagen, nee, alles ohne Probleme möglich. Wir haben das eben durchgerechnet mit den Zahlen, die offiziell von der FAO kommen und Sie sehen jetzt, das wird sich langsam aufbauen, die Komplexität. Sie sehen jetzt erstmal hier diese sechs Kästchen mit einem graduellen Zunahme der Bio, des Biolandbaus bis auf 100%. Und wie gesagt, es ist für jedes Land gerechnet mit unterschiedlichen Annahmen und dann aggregiert auf die globale Ebene. Und man sieht, wenn man auf 100% Biolandbau gehen will, bräuchte man 2050, um alle zu ernähren, 33% mehr Land als bei einer komplett konventionellen Variante. Mit allen Unsicherheiten und Annahmen, die dahinter stecken natürlich. Aber das ist eine, eine Studie, die in Nature publiziert ist, relativ robust, würde ich sagen, die Ergebnisse. Und die kurze Antwort wäre also, Biolandbau kann die Welt nicht ernähren. Aber wenn man jetzt das berücksichtigt, was wir gerade gehört haben, mit der Frage, okay, Feed no Food und Änderung des Ernährungsverhaltens, dann sieht die Sache ganz anders aus. Denn man sieht hier, also Sie sehen das wahrscheinlich nur an der Farbe, nicht an den Zahlen, an den blauen Kästchen sehen Sie, das sind Szenarien, die möglich sind und die sogar besser sind als die Kontrollvariante, wo kein Biolandbau ist. Man sieht, dass wenn man wirklich das konsequent fahren würde, kein Ackerland mehr für Futtermittel, dann hätte man sogar noch 8% des Landes übrig in so einem Szenario. Und jetzt könnte man das noch weiterdenken und sagen, okay, Food Waste ist auch ein wichtiger Hebel, den wird man nicht ganz verringern können, aber vielleicht, also Dänemark hat es in 5 Jahren geschafft, 25% Food Waste einzusparen. Ja, vielleicht schaffen wir es bis 2050 die Hälfte mit allen möglichen technischen Möglichkeiten, dann wäre man sogar bei 18% Landeinsparung trotz 100% Biolandbau. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das sind die Zahlen der FAO gewesen, das ist die offizielle Prognose bezüglich Effizienzgewinnen und so weiter. Wenn man jetzt das rechnet mit Zahlen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, was Klima-Impacts auf Erträge angeht, dann sieht man eigentlich, dass alles hier rot ist.
Und das bedeutet, dass eigentlich keine dieser Szenarien wirklich mehr gut funktionieren und dass wir gar nicht um so eine wirkliche Transformation des Ernährungssystems rumkommen. Also das ist wohlgemerkt ein Extremszenario des Potsdam-Instituts, aber einfach zur Verdeutlichung, es kann durchaus sein, dass sowas eintritt. Letzte Folie, Zusammenfassung. Also erstmal ist mir wichtig zu sagen, Nachhaltigkeitsanalysen sind ein wichtiges Tool, um Entscheidungen zu unterstützen von Privatwirtschaft, von Politik und so weiter. Und insbesondere deswegen auch, weil sie Zielkonflikte und Synergien abbilden. Eben nicht nur über Klima reden, nicht nur über Biodiversität, sondern das versuchen miteinander in Beziehung zu setzen. Dann, es gibt es unterschiedliche Methoden, es gibt keine One-Size-Fits-All-Solution und die führen auch teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da emanzipiert miteinander unterhalten über so Ergebnisse. Es sind Modellergebnisse, die beruhen auf Annahmen und die Ergebnisse sind nur wahr, wenn die Annahmen auch zutreffen. Und dann bezüglich Biolandbau, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil meine Nachrednerin da noch einen ganzen Vortrag drüber halten wird, aber es ist schwer, da verallgemeinerbare Aussagen zu treffen. Und ich finde es wichtig, den Begriff Nachhaltigkeit, obwohl er so stark missbraucht wird, weiter zu pflegen und gut zu hegen und vielleicht auch einheitlicher zu definieren und Konventionen zu entwickeln, wie man damit umgeht. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.